Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir mal wieder etwas von den Simpsons, und zwar Ladlad Donuts. Wir haben in unserer Stadt jede Menge hungrige Polizisten, die freuen sich natürlich schon drauf, dass ein Donutgeschäft praktisch neben ihrer Polizeiwache aufmacht. Da werden sie bestimmt die Stammkunden werden. Ich baue zwar mal Onion-Statuen in Minecraft, für euch tue ich es aber trotzdem. Und da würde ich sagen, schnappen wir unsere Blöcke und dann eröffnen wir gleich mal unser Donutgeschäft. Bei unser Donut-Liedchen fangen wir erstmal an, unser Würholz einmal rauszuholen. Dann holen wir uns noch blaue Keramik und hellblaue Keramik raus. Steinblöcke, Treppen und Stufen begleiten uns. Dann nochmal ein paar Karmesinstufen, ein Ziegelblock wie Birkenholztreppen. Zum Start nehmen wir gleich wieder einmal unser Holz, setzen uns hier erstmal drei Baumstämme hin und die machen wir schon mal gleich auf vier Blöcke hier einmal hoch. Daneben setzen wir dann eine Reihe, würde ich mal sagen, oder dreimal hier einfach mal unsere blaue Keramik an. Einen Block freilassen, dann nehmen wir wieder unsere hellblaue Keramik, setzen hier gleich einmal vier Blöcke hoch. Jetzt gehen wir einmal nach hinten weg, da setzen wir viermal unsere blaue Keramik hin. Dann kommt wieder einmal so ein einer Vierer von unserer normalen hellblauen Keramik. Dahinter setzen wir gleich nochmal eine weitere Reihe ran, sodass die jetzt schon in den Laden geht. Gleiches machen wir hier einmal hinter unserer Holzreihe. Dann geht es wieder weiter mit unseren Baumstämmen, da setzen wir hinter wieder drei. Biegen wieder zur Seite ab und die können wir jetzt gleich einmal so weit ziehen, wie wir das auf der Vorderseite haben. Dann lasst ihr so drei Blöcke Platz und zieht dann hier den Rest auch nochmal zu. So, die Baumstämme machen wir auch gleich hier mal auf vier Blöcke hoch. Wenn wir die Baumstämme hochgezogen haben, können wir auch gleich einmal, wo wir jetzt hier die drei Blöcke Platz gelassen haben, unsere Hintertür uns einmal vorzeichnen. Dann nehmen wir einfach unsere Steinblöcke an den Seiten, Treppe oben hin und darauf könnt ihr dann hier nochmal, zack, unsere Baumstämme einmal setzen. Nimm dir nochmal deine blaue Keramik, und zwar auf der Vorderseite setzen wir hier nochmal einfach mal auf der Ecke, ja, zwei Blöcke nochmal rauf. Dann geht schon ran, unsere Karmesinstufen zu verwenden. Die setzen wir jetzt hier einmal drauf und dann hier zur Seite biegen wir auch nochmal ab und ziehen die noch einmal hier so lang. So, dann verbauen wir schon gleich mal unsere Birkenholztreppe. Die nehmen wir natürlich für die Vordertür einmal, dass wir die umgedreht dahinsetzen. Dann haben wir noch ein paar Ziegelblöcke, und zwar unser Donutshop, der ist ja schon ein bisschen alt in Springfield. Von daher können wir hier einfach mal noch ein paar Ziegelblöcke hier überall so ein bisschen verteilen im Laden. Die könnt ihr euch setzen, wie ihr wollt. Macht da viele hin, macht da wenig hin. Ja, das ist einfach euch überlassen. Auf der Rückseite bei mir auch noch ein paar hin. So überall so ein bisschen verteilt können wir die uns ja einmal hinsetzen. Wenn du genug Ziegelblöcke die gesetzt hast, geht schon weiter, dass wir jetzt einmal unsere Steinstufen verwenden. Und zwar setzen wir die ja gleich einmal oben drauf auf unsere Hütte. Und die lassen wir auch gleich einmal auf jeder Seite überstehen. So, bei mir habe ich jetzt das Dach einmal raufgesetzt. Jetzt können wir schon mal einmal reingehen in den Lädchen. Ja, da ist jetzt eine Sache, ihr könnt euch jetzt schon natürlich euch schon den Boden hier einmal einfüllen. Wie ihr euch den Boden macht, ganz euch überlassen. Meine Empfehlung wäre jetzt einfach, dass ihr euch, sage ich mal, die vordere Ladenfläche ja mit einfach mal hellgrauer Keramik euch pflastert und dann hinten den Küchenbereich mit Quarzblöcken und wir haben ja auch neue Steinblöcke bekommen. Da habe ich jetzt einfach mal den tiefen Schiefer, also sind das hier die Fliesen davon, einfach mal verwendet. Ich finde, das muss da eigentlich ganz passen. Für eine Küche oder so kann man gut nehmen. Wir haben innen drin natürlich jetzt auch noch ein bisschen Stauraum in die Ecken. Wir haben hier uns da innen drin noch ein paar Pfeiler gemacht. Diese Seite würde ich mir offen lassen für die Küche. Andere Seite haben wir jetzt hier noch so eine Blockreihe. Ich weiß nicht, ob ihr euch da vielleicht auch noch Stauraum mit Kisten euch machen wollt. Andernfalls, ja, nehmen wir einfach mal ein bisschen Holz und bauen das hier einfach mal zu. Ja, das kann man auch ruhig machen. So, um unser Donut-Liedchen abzuschließen, holen wir so ein paar steinzige Blöcke raus. Poliert ihr an, ihr seht Stufen wie Treppen. Dann noch einen Spender. Eisengitter. Ja, für unser Glas empfehle ich jetzt einfach mal türkises Glas. Dann sind die Scheiben wie Blöcke wie immer dabei. Ja, dann holen wir uns noch ein paar glatte Quarzstufen raus und gewachste, geschliffene Kupfertreppen. Bitte darauf achten, dass die auch gewachst sind, weil sonst oxidieren sie nach einer Zeit und wir wollen ja die Farbe behalten. So, verbauen wir erstmal das, was am einfachsten geht, und zwar natürlich unsere Glasscheiben und Blöcke. Ja, ganz einfach, ne? Da, wo wir vorne jetzt hier noch Platz haben, kommen natürlich einmal unsere Scheiben rein. Und hier einmal drüber setzen wir dann hier einfach mal unsere Glasblöcke einmal ran. So können wir das natürlich jetzt hier nicht lassen, so mit einer Steindecke sieht doof aus. Von daher nehme ich jetzt hier einfach meine glatten Quarzstufen. Ihr könnt natürlich auch gerne eine andere Farbe nehmen, wenn ihr wollt. Aber ich finde eigentlich, wenn wir die Decke in weiß machen, passt das Ganze gut. Nur sagen wir hier zu unseren türkisen Wänden und so ist das eigentlich ja ein guter Farbmix. Okay, dann haben wir die Decke drin. Jetzt können wir natürlich noch einmal den Tresen vorne machen. Da nehme ich jetzt einfach meine Kupfertreppen, die ich mir einfach mal vorne so anecke. Aber können wir die hier am besten genauso einmal anecken an den Treppen. Dann haben wir hier schon, sag ich mal, unseren kleinen Tresenbereich. So, innen drin zur Gestaltung kommen wir gleich. Das gucken wir uns einmal drüben an. Aber wir haben noch was, was wir auf dem Dach uns machen können. Da würde ich sagen, richten wir uns auf der Vorderseite. Da lassen wir einfach mal drei Blöcke Platz. Und dann schlage ich mir hier drei Blöcke weg. Mache es auf eine Zweierdicke. Setze mir da jetzt einfach meine steinzige Blöcke hin. Darauf kommen dann meine polierten Anisit-Stufen. Und davon gehe ich jetzt einmal mal zur Seite. Machen wir hier, würde ich sagen, zwei Stufen, die reichen schon zur Seite. Und dann mache ich mir in die Decke hier nochmal eine weitere Treppe rein.
Ja, das ist dann so eine kleine Lüftungsanlage für unseren Donutlädchen. Dahinter könnten wir vielleicht noch so einen kleinen, ja, Schornstein uns basteln. Einfach einen Spender nach oben gerichtet und darauf ein Eisengitter. Ich habe mir nochmal schnell ein paar Türchen rausgeholt. Und zwar auf der Vorderseite empfehle ich jetzt einfach mal eine Birkentür. Und wir haben dann natürlich noch die Hintertür. Da nehmen wir dann einfach eine Eisentür. Soll ja nicht jeder reinkommen in unser Lädchen. So, meine Kiste ist jetzt leer. Dann haben wir schon mal den Donutladen abgeschlossen. Den gucken wir uns natürlich gleich einmal an, wie man sich den inneren gestalten kann. Ja, eigentlich ganz simpel. Na, wir kommen rein. Wir haben hier ein paar Sitzgelegenheiten. Da habe ich auch gleich einmal unsere Blitzableiter genommen. Damit kann man eigentlich auch gute Tische jetzt darstellen. Braucht man nicht immer Ketten nehmen oder Enerstiebe. Also einfach mal hier Blitzableiter für den Tisch. Finde ich passend. Besonders, wir haben ja auch, sag ich mal, den Tresen mit Kupfer gemacht. Würde ich einfach optisch cool finden, wenn wir da auch die Tische ein bisschen mit einbringen. Ja, dann kann man natürlich jetzt, sag ich mal, hier sich seine Menütafel machen. In Minecraft haben wir natürlich jetzt keine Donuts. Da muss man ein bisschen improvisieren, was man sich dahin macht. Ja, ansonsten Küche halt, kann man ja auch hier noch ein paar Öfen sich basteln. Vielleicht noch hier so ein kleines, ja, hängendes Regal, was man sich dahin basteln kann. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig. Und dann kommen wir natürlich jetzt zum schwierigen Part. Und zwar wollen wir natürlich noch die Statue bauen. Wollen wir mal anfangen mit unserer Statue? Da fangen wir natürlich erstmal mit dem Boden an. Dafür holen wir uns einfach polierte Doritstufen raus, Fichtenholzblöcke und Stufen wie Treppen. Tja, dann nehmen wir erstmal unsere Stufen so an und ziehen uns jetzt erstmal eine Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stufen. Auf der Seite setzen wir nochmal 4 Stufen nach hinten. Insgesamt haben wir dann hier 5 Stufen. Dann können wir uns hier erstmal das einmal zurechtziehen, so auf jeder Seite. Wunderbar. Dann kommen wir schon gleich zu unseren Fichtenholzblöcken. Da setzen wir jetzt uns hier vorne auf der Ecke erstmal so ein schönes Viereck hin. Dahinter setzen wir nochmal so 3 weitere an. Auf der anderen Seite setzen wir hier einfach so 3 Stück hin auf eine Zweier Breite. Den Rest, den wir jetzt, sage ich mal, hier noch in der Mitte frei haben, da setzen wir natürlich jetzt einmal unsere Stufen noch ein. Jetzt kommen wir schon zu den Füßen. Da fangen wir erstmal so an, dass wir jetzt den ersten so lassen, wie er ist. Dahinter setzen wir ein paar Stufen rauf, gefolgt dann hier einfach von 2 Treppen. Und dann setzen wir hier noch einen Block hin. Bei dem anderen Fuß setzen wir hinten in der Ecke auch wieder einen Block hin, davor und an der Seite wieder eine Treppe hin und da, wo wir jetzt hier vorne was frei haben, einfach eine Stufe hin. Die anderen 2 Blöcke vorne, die lassen wir so, wie sie sind. Jetzt holen wir uns schon mal das Material aus, mit dem wir natürlich jetzt den oberen Körper von unseren Ladlad-Donut bauen. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen blauen Zement raus, weißer Beton, roter Beton, gelber Beton, schwarzer Beton, oranger Beton. So, dann kommen noch ein paar Quarzsachen, und zwar bitte die glatten Sachen, da wo wir natürlich jetzt hier kein Kachelmuster haben. Dann sind dann einmal die Stufen wie Treppen dabei und dann holen wir uns noch Steinknöpfe raus. Das würde jetzt interessant werden. Ich muss bestimmt immer wieder hinfliegen und gucken. Denn so eine Statue sich im Kopf immer zu merken, wie man die baut, ist natürlich schwierig. So, wir fangen jetzt einfach mal ganz vorne auf dem, ja, nehmen wir einfach mal den rechten Fuß erstmal, dass wir da unseren blauen Beton draufsetzen. Setzen wir jetzt 3 Blöcke rauf und 2 zur Seite. Wir machen das synchron wie auf der anderen Seite, natürlich ein bisschen spiegelverkehrt. Jetzt fliegen wir einmal zur Seite, setzen wir jetzt hier auf der Treppe wieder einen einzelnen Block rauf. Dann machen wir hier so eine Ecke einmal rauf, auf der anderen Seite auch. Also hier einen Block hin und dann einfach, muss ich schon gucken, so, einfach so eine Ecke einmal hin. Hiernach gehen wir wieder einmal zur Seite. Jetzt setzen wir hier einen Block rauf, machen wir synchron auf der anderen Seite auch nochmal. Darauf setzen wir jetzt hier einfach mal ein 3x3 Feld, so, 3 Stück. Auf der anderen Seite auch nochmal, dass wir hier einfach so ein 3x3-Fett uns einmal raufsetzen. Auf der rechten Seite erweitern wir es nochmal um eine weitere Reihe nach vorne, dass wir dann hier 4 haben. Jetzt, wo wir jetzt hier 4 haben, setzen wir vorne bei dieser Dreiermitte einen Block hin und hinten machen wir nochmal 2 weitere Blöcke ran. Auf der anderen Seite, wo wir es dann natürlich ein bisschen kürzer haben, machen wir hinten nur diese 2 weiteren Blöcke ran. Auf der Rückseite können wir jetzt diese 2er Reihen, die wir jetzt überstehen gelassen haben, einmal miteinander verbinden. Gehen jetzt hier tiefer, machen hier einen 4er hin und darunter einfach einen 2er. Unter diesen 2er können wir jetzt hier einmal in der Ecke, also auf der, wenn wir jetzt Rückseite gucken, dann auf der rechten Seite, einfach hier so eine kleine Dreierecke uns einmal ranbauen. Auf der anderen Seite setze ich mir nur da jetzt einen hin. Danach können wir jetzt die beiden Beine verbinden. Die Beine haben ja, sage ich mal, eine Dicke von 2 Blöcke. Die könnt ihr jetzt hier einmal zur anderen Seite ziehen. Wenn wir jetzt hier gucken, unten bei der Hose haben wir natürlich jetzt hier noch ein Loch. Da würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal so glatt hier einmal zu. Und dann wird schon Zeit, dass wir uns einmal auf die Vorderseite begeben. Bei der Vorderseite fangen wir jetzt an, dass wir jetzt hier uns einen Block nochmal überstehen lassen. Da formen wir uns jetzt einfach mal so ein schönes Pluszeichen. Und in der Mitte des Pluszeichens gehen wir wieder einmal oben und zeichnen uns gleich hier einmal das nächste Pluszeichen. Bei diesem zweiten Pluszeichen setzen wir jetzt oben wieder so einen Dreierwinkel einmal rein. Dann gucken wir jetzt auf der Vorderseite mal auf der linken Seite. Da setze ich mir jetzt hier in der Lücke einen Block hin. Dann gehe ich hier einmal so ein bisschen nach vorne, dass es hier übersteht. Und dann machen wir jetzt hier so eine kleine Wellenlinie einmal nach oben.
Bei den hinteren Block hier, da setzen wir nochmal einen weiteren Block hier einmal so rein, dass wir hier diesen Zweier haben. Bei diesem Zweier setzen wir jetzt darauf nochmal einen weiteren Block und schräg davon gehen wir nochmal einen Block so nach hinten. Das wird jetzt der Träger werden von unserer Latzhose. Den zweiten platzieren wir jetzt, sage ich mal, hier in der Ecke, dass wir da jetzt einfach hier so einen fliegenden Block haben. Dahinter dann auch wieder, ups, so, einfach einen schrägen Block. Dann fliegen wir am besten gleich einmal auf die Rückseite. Und zwar lassen wir jetzt an der Seite einen Block Platz, jeweils hier auf beiden Seiten. Mitte haben wir dann hier nochmal zwei. Und dann können wir hier den Träger einmal miteinander verbinden. Ne? Dann haben wir das schon. Wer möchte, kann auch gleich einmal die Knöpfe platzieren. Dann haben wir die auch schon mal weg. So, Vorderseite immer jetzt beim ersten, ne, wo der Träger losgeht, einfach den Knopf hin. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit am gucken, wie wir weitermachen. Ich würde sagen, wir machen vorne erstmal die Fliege hin. Weißen Beton einmal zur Hand, den hier neben die Blöcke einmal setzen und auf den weißen Beton gleich einmal unseren roten Beton. Dann haben wir die Fliege schon mal fertig. Dann fliegen wir einmal auf die Rückseite hier. Wieder unser weißen Beton, an den werden wir jetzt erstmal ein bisschen verbauen. Und zwar machen wir jetzt hinten noch das Hemd hier einmal zu. Und dafür einfach hier die beiden Blöcke immer zu miteinander verbinden damit. Okay, dann geht es jetzt weiter, dass wir jetzt schon anfangen, das erste Hemd zu machen von unserem Arm. So, ich fange jetzt auf der Seite an. Dann mache ich mir jetzt erstmal hier so eine, ja, so eine Dreierplattform hin. Darauf dann in der Mitte noch einen weiteren Block. So, das machen wir mal auf eine Zweierlänge. Dann setzen wir hier vorne noch einen weiteren Block an. Hier unten können wir das einmal nachziehen, auch wieder auf eine Zweierlänge und nochmal einen weiteren Block hier einfach überstehen lassen. Jetzt nehmen wir gleich schon mal unsere glatten Quarzstufen und zwar könnt ihr die jetzt zwei Stück jetzt hier einmal platzieren und drei einmal gleich unter unserem Ärmel. Bevor wir jetzt, sage ich mal, den Arm ransetzen, machen wir nochmal das Hemd auf der anderen Seite erstmal fertig. Nehmen wir unser weißes Beton. Wir haben jetzt hier eine Dreierfläche frei. Da setzen wir jetzt hier an sich eine Dreier, also 3x3 Plattform immer rauf. Außen können wir hier drei Blöcke ransetzen. Gleiches Spiel noch einmal. Und dann hier bei der dritten Plattform nur einen in der Mitte einmal hinsetzen. Okay, jetzt geht's weiter. Müssen wir mal schauen. Jetzt machen wir hier drauf eine 3x2er Plattform. Gleiches Spiel wiederholt sich jetzt noch ein zweites Mal. Dann setzen wir jetzt, würde ich mal sagen, auf dieser ersten 2x3er Plattform vorne einen Block hin. Und wenn wir jetzt von der Seite gucken, hier drunter einfach noch einen weiteren Block hin. Jetzt bin ich gerade noch ein bisschen am Schauen. Ich würde mal sagen, ganz hier runter setzen wir auch noch mal einen weiteren Block hin. Und jetzt wird Zeit, unsere Treppen zu verwenden. Hier unten am Block setzen wir einmal ringsrum überall Treppen hin. Unter dem Block auch wieder eine Treppe hin. An den Seiten setzen wir auch noch mal Treppen hin. Und oben in der Mitte hier auch nochmal eine Treppe, genau. Okay, dann haben wir das schon mal draußen. Auf der innenliegenden Seite machen wir nur jetzt, sage ich mal, hier eine Verbindung mit der Treppe, dass es hier, sage ich mal, ein bisschen mehr so ein Knick wird. So, dann sind wir eigentlich auch mit dem Ärmel fertig, aber ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ja, der ist fertig, okay. Dann kommen wir jetzt schon zu den Armen. Das heißt, jetzt nehmen wir einmal unseren gelben Beton zur Hand. Wir fangen wieder auf den an, wo wir angefangen haben. Wir setzen jetzt unter diesen einen Zipfel, den wir hier haben, insgesamt dreimal hier unseren gelben Beton. Dann könnt ihr hier oben einmal, zack, immer zwei Blöcke so ein bisschen überstehen lassen. So, zu jeder Seite. Okay, gleich hier unter unseren Zipfel gehen wir mal schräg seitlich davon gleich hier mit einem Zweier. Dahinter setzen wir schräg so ein Einer hin. Gleich daneben wieder schräg davon kommt der nächste Einer hin. Jetzt müssen wir einmal von hinten einmal gucken. Dann machen wir, sage ich mal, die Strebe hier auf eine Dreierstrebe. Einmal nochmal zur Seite und dann machen wir hier, wo wir ein Loch haben, einen Block hin. Jo, dann haben wir hier schon mal den Arm mit der Hand einmal fertig. Ja, genau. Und dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Arm, der sich jetzt hier drauf befindet. Da setzen wir jetzt ganz einfach erstmal hier auf dieser 2x3 Plattform unseren gelben Beton einmal hin. Das machen wir jetzt einmal dreimal, würde ich sagen. So, dritte Ebene. Ganz vorne setzen wir einen Block hin, einen zur Seite und einer, der schräg davon hier so einmal nach hinten übersteht. Dann fliegen wir mal hier auf die Außenseite, setzen in der Mitte hier einen Block hin. Ein, dann nochmal hier nach hinten. Und dann sage ich, machen wir hier nochmal zwei weitere Blöcke so hin, dass wir hier so die Hand haben. Wir wollen ja dann auch dann später noch da den Donut einmal uns reinzaubern, aber das wäre dann erstmal hier so die Hand. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum nächsten Teil und zwar fehlt natürlich noch der Kopf. Wir fangen am besten jetzt einmal bei der Fliege an. Da setzen wir jetzt hier so ein Zweier einmal rauf. An der Seite hier kommt auch nochmal ein Zweier hin. Auf der anderen Seite geht es weiter mit einem Einer. Dann kommt wieder ein Einer. Und dann haben wir hier hinten noch diese Dreierfläche, die machen wir hier einmal so zu. Ich schaue mir gerade den Hals ein bisschen an. Ich glaube, da wäre jetzt eigentlich sinnvoller, wenn wir da jetzt schon mal so ein bisschen den Mund einmal vorzeichnen. Und zwar hier bei diesen einen an der Seite setzen wir dreimal schwarz mit Ton hin. Dann machen wir hier einmal die Zunge rein und können gleich mal mit unseren Stufen
hier so ein bisschen die Zähne einmal andeuten. Neben unseren Mund hier einmal setze ich mir jetzt hier so einen vierer Block einmal hin. Mache ich mir jetzt einen Block nochmal nach außen, das soll so ein bisschen das Ohr darstellen. Auf den Zehen setze ich mir jetzt hier so eine vierer Plattform hin. Die mache ich noch einmal, dass die nach vorne einmal übersteht. Und dann mache ich nochmal hier so zwei Blöcke hin. Das war, glaube ich, ein bisschen falsch. Dann machen wir hier lieber nochmal eine weitere Zweier-Ebene rauf. Zwei davor und zwei nochmal hier vorne an der Spitze. Dann haben wir so ein bisschen den Überbiss hier. So, an der Seite hier machen wir jetzt, sag ich mal, einen Block, der hier so übersteht. Dahinter setzen wir dann einfach hier so einen Vierer hin und wieder einen so nach außen. Das soll dann hier wieder einmal das Ohr darstellen. Und jetzt haben wir im Mund, sag ich mal, hier noch einen Block frei. Da machen wir einfach so, dass es wir eine so nach vorne setzen, dass der Mund hier so ein bisschen geschlossen ist. Okay, dann kommen wir jetzt schon dazu, die Augen zu machen. Einmal schwarzen Beton nehmen. Hier an den Seiten setzen wir jeweils einen Block hin. Darauf kommt dann gleich einmal weißer Beton und schräg davon setzen wir nochmal einmal einen weiteren weißen Block hin. Auf den könnt ihr dann wieder einmal einen gelben Block einmal raufsetzen. Und dann wird es langsam Zeit, dass wir auch da schon die Haare ransetzen. Aber erstmal fliegen wir auf die Rückseite. Und dann setzen wir jetzt hier hinten auf diesen Dreier Blöcke, die wir haben. Einmal einen hier hin und dann schräg davon hier nochmal einen weiteren Block hin. Jetzt wird Zeit, unseren orangenen Beton zu nehmen. Und auf der Rückseite lasse ich jetzt die Haare so einmal überstehen. Dann mache ich mir jetzt hier eine 2x4er Plattform mal nach oben. An der Seite hier mache ich mir nochmal drei weitere Blöcke. Einen zur Seite. Auf der anderen Seite mache ich mir hier so einen Vierer hin und einen nach oben nochmal. Jetzt habe ich hier eine 4er Plattform, dann mache ich mir einen Block einmal hier hin. Jetzt fliege ich einmal zur Seite, hier beim Ohr. Okay, da setze ich mir jetzt hier unten einen Block hier hin. Dann mache ich einmal hier so eine Welle übers Ohr einmal. Jetzt haben wir hier diesen einen Block in der Mitte frei. Da setzen wir einfach wieder einen Block hin. Und dann kommen wir erstmal zum nächsten Ohr, also zum zweiten Ohr hier, was wir haben. Bei dem Ohr machen wir eigentlich auch wieder das gleiche Spiel, dass wir hier wieder drüber so eine Welle uns einmal zeichnen. Und ich mache das dann hier noch ein bisschen das Haar einmal nach unten überstehen. Dann geht es hier weiter, dass wir hier so pyramidenartig uns die Blöcke hier einfach so ein bisschen nach oben ziehen. Jetzt müssen wir natürlich seine tolle Tolle hier oben einmal raufkriegen. So, ich mache jetzt erstmal hier die Plattform einmal oben zu. Dann haben wir hier schon mal, glaube ich, eine bessere Übersicht. Okay. Um die Tolle hinzuzeichnen, gucken wir mal ein bisschen aufs Auge. Ich mache mir jetzt hier vorne zwei Blöcke hin, an der Seite einmal zwei Blöcke. Und dann will ich hier einmal mir das überstehen lassen, mache mir hier so einen Dreierwinkel hin. Auf der anderen Seite auch nochmal so einen Dreierwinkel. Dann haben wir hier schon so ein bisschen die Tolle. So, jetzt müssen wir es hier oben natürlich noch ein bisschen völliger machen. Schauen wir mal. Also ich passe jetzt hier einfach mal das Haar mir ein bisschen dicker. So, einfach hier oben ein bisschen was drauf machen. Ja, das reicht eigentlich auch schon. Jetzt könnten wir eigentlich noch ihm noch ein paar Augenbrauen verpassen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Steinstufe zur Hand. Die setze ich jetzt einfach mal hier über diesen Augen einmal hin. Einfach zwei Stufen, die reichen da schon völlig aus. Jetzt bin ich noch ein bisschen am Gucken, aber der sollte jetzt so an sich fertig sein. Jetzt wird eigentlich nur noch der Donut, den wir uns in der Hand ihm einmal zeichnen. Und für diesen Donut habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir einfach gewachstes Kupfer einmal rauszuholen. Und zwar hier diese Farbe, die sieht so ein bisschen aus wie ein Donut, finde ich. Bitte achtet auch darauf, dass es wirklich jedes Teil gewachst ist, weil wir brauchen Block, Treppe und Stufe einmal. Ihr könnt die Farbe auch ändern von euren Donut, aber wie gesagt, um ihn euch super hinzukriegen, müsstet ihr schon einen Block nehmen, wo es auch Treppen und Stufen gibt. Okay, so, dann fangen wir jetzt an, erstmal uns den Kreis einmal zu zeichnen. Dafür nehmen wir jetzt erstmal nur die Blöcke und wir fangen natürlich jetzt hier einmal bei der Hand an. Und da fällt mir schon wieder auf, da haben wir jetzt hier einen Finger vergessen. Und zwar, ich habe mir nochmal meinen gelben Beton rausgeholt. Und zwar müssen wir nochmal einen Block hier so schräg davon machen, dass es auch ein bisschen hier hält. Dann setzen wir jetzt von diesem Finger schräg davon jetzt einfach mal zwei Blöcke hin. Dann so schräg davon einen Block. Dann gehen wir jetzt einmal so schräg nach vorne, setzen jetzt hier erstmal so ein Zweier rauf. Dann geht es wieder einmal schräg nach vorne. Setzen wir jetzt hier einen Dreier uns einmal hin. Und der Dreier ist ja, sag ich mir jetzt, die seitliche Mitte. Das heißt, jetzt gehen wir wieder einmal nach innen, setzen hier dann wieder einen Zweier so einmal nach oben. Dann kommen wieder einmal hier schräg davon. So ein Einer hin. Auf der gleichen Ebene setzen wir jetzt seitlich davon den Zweier hin. Also es muss mit unten immer so ein bisschen aufgehen. Hinter diesem Zweier setzen wir jetzt schräg davon ein Zweier hin. Da schräg davon, also auch jetzt wieder nach hinten, setzen wir jetzt ein Einer einfach mal hin. Von den Einer jetzt hier gehen wir wieder einmal nach hinten weg. Wieder so schräg einmal. Hier setzen wir jetzt aber an sich so ein Zweier hin, der so schräg nach hinten verläuft. Bei dem hinteren hier bleiben wir auf der gleichen Ebene und setzen jetzt hier dann einen Block einfach zur Seite einmal weg. Und dass wir so das Maß immer noch so ein bisschen einhalten.
Bei diesem Einer jetzt hier gehen wir wieder einmal schräg nach hinten, setzen hier jetzt wieder einmal so ein Zweier hochkant einmal hin. Danach kommt jetzt wieder unser Dreier, auch wieder einmal schräg nach hinten gesetzt. So, drei Blöcke hier einmal. Und jetzt wiederholt sich wieder das Spiel, das heißt, jetzt können wir wieder einmal nach vorne gehen. Beginnen natürlich dann erstmal mit unserem Zweier, den wir hier haben. Dann gehen wir wieder einmal schräg nach vorne, kommt unser Einmal, also unser Einer hier zum Einsatz. Dann gehen wir, also bleiben wir immer noch auf der gleichen Ebene, gehen jetzt hier einmal so nach unten. Und den nächsten setzen wir dann einmal so schräg davon, einmal nach vorne gesetzt hin. Okay, dann haben wir es jetzt eigentlich schon geschafft. Nächster Schritt wäre jetzt erstmal diesen Donut auszufüllen. Das heißt, erstmal die ganzen Blöcke von unten nach oben einmal ziehen. Und wenn wir uns das hier jetzt schon verbaut haben sollte, dann dürfte das bei euch nicht komplett aufgehen. Na, dann müsstet ihr jetzt, sag ich mal, an einen vorbei huschen, wenn ihr da jetzt, sag ich mal, euch das hoch und runter zieht. Aber das sollte jetzt hier alles perfekt aufgehen. So, wir ziehen ja alles mal lang. Jetzt habe ich die Mitte nicht markiert unten. Das ist jetzt nicht so wild. Da richten wir uns einfach von oben aus und ziehen jetzt hier einfach mal die Blöcke hier einmal nach unten. Sollte jetzt ja alles super in die Hand einmal laufen. Der müsste dann hier einmal reinpassen. Jawohl. Und nochmal einmal hier an der Seite setze ich mir den lang. Okay. Das ist jetzt unser Donut. Ne? Das ist jetzt unser Kreis, den wir so schräg gesetzt haben. Und das war echt eine Tortur, da so ein bisschen die Form reinzukriegen, weil der ist ja wirklich nicht gerade. Da muss man ja schon gucken, dass der halt schräg ist. Und da wollen wir natürlich jetzt noch ein Loch uns einmal reinzeichnen. Wir haben auf jeder Seite drei Blöcke. Das heißt, die Mitte ist definitiv drei. So, ich kann mir jetzt hier erstmal ein bisschen was freihauen. Wie gesagt, drei. Wir richten uns oben gleich von der Mitte aus. Und dann achtet ihr einfach darauf, dass wir jetzt haben wir hier fünf Blöcke. Und auch nochmal gucken, fünf Blöcke. Okay, dann ist das hier schon mal perfekt die Mitte. Die müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen größer machen. Man kann es jetzt so lassen. Das wäre jetzt so ein Minecraft-Format, ein Donut. Aber wir können jetzt hier an jeder Ecke noch ein bisschen was weghauen. Dann haben wir hier so die Kreisform von diesem Donut. Jetzt wollen wir natürlich den Donut noch ein bisschen verfeinern. Wenn ihr euch das jetzt natürlich mit Banners machen wollt, dann würde ich es euch einfach jetzt raten, die Vorderseite glatt zu lassen. Denn, jetzt gehen wir mal hier drüben einmal gucken. Hier habe ich mir das natürlich jetzt auch beschriftet. Ich habe mir das jetzt glatt auf der Vorderseite gelassen, damit die Banners gut lesbar sind. Wenn ihr euch das, sage ich mal, jetzt noch ein bisschen designen wollt, das heißt ein bisschen dicker machen, fülliger, das habe ich jetzt auf der Rückseite ein bisschen gemacht, einfach willkürlich Blöcke noch einmal rangesetzt, dass es ein bisschen dicker ist, dass die Form so einen Donut ergibt, würden Banners nicht mehr gut zur Geltung kommen, wenn man sich die jetzt da platziert. Man kann natürlich so machen, dass es auch dick ist und sich dann die Banners macht, aber ich würde einfach mal sagen, dass ich mir die Vorderseite glatt lasse, dass man die Schrift gut lesen kann, und auf der Rückseite würde ich es mir einfach ein bisschen dicker machen. Weil zum einen würde dann auch das Loch hier vom Donut auch ein bisschen, sag ich mal, fülliger werden. Das ist dann, sag ich mal, nicht zu dünn. Da kann man noch ein bisschen dicker hier machen. So, und wie machen wir uns das jetzt einfach dicker? Wir fliegen jetzt einfach auf die Rückseite hier von unserem Donut. Wir beginnen am besten erstmal mit den Treppen. Und zwar setzt ihr euch hier unten einfach erstmal so Treppen hin. Ihr könnt die nach vorne machen, zur Seite machen. Das ist ganz euch überlassen, wie ihr euch die jetzt hier, sag ich mal, verteilen wollt. Ich fliege jetzt hier einfach mal über lang. Setze meine Treppen unten hin. Auf der anderen Seite würde ich auch nochmal so mir hier so ein paar Treppen hinmachen. Wunderbar. Dann setze ich mir darauf dann immer hier gleich erstmal die Blöcke hin. Ihr müsst sie nicht immer komplett bis nach oben ziehen. Macht es euch, wie ihr wollt eigentlich. Also es ist so ein Spielraum, also den können wir uns, sag ich mal, gestalten, wie wir wollen. Wir können auch mit Stufen halt arbeiten und die, sag ich mal, da so runter machen, dass es auch ein bisschen fülliger ist. Ganz oben könnt ihr auch gerne Treppen ansetzen. Das ist dann so ein bisschen das Spiel, wie wir das unten gemacht haben. Man kann auch Treppen anecken lassen, wenn man möchte. Das ist dann ja Spielerei für sich, was man sich dann hier so ein bisschen machen kann. So, hier auf der Seite setze ich mir nochmal Block und Stufe hin. So. Ja, das ist jetzt kleine Spielerei für sich, wie man sich das jetzt natürlich hier alles ein bisschen dicker macht. In der Mitte jetzt hier von unserem Donut würde ich mal sagen, dass wir hier ein bisschen auch mit Stufen und Treppen halt ein bisschen hantieren. Und das hier natürlich auch noch ein bisschen zu designen. So. Sollte man natürlich auch darauf achten, dass man sich dann hier auch so eine kleine Form lässt. Ich nehme hier einfach sonst ein paar andere Blöcke weg und tausche die mal ein bisschen aus durch Treppen einfach mal. So, damit wir hier so ein bisschen mehr die Donutform erhalten. Auf der anderen Seite können wir das natürlich mal stabilisieren hier mit wieder ein paar weiteren Treppen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal hier. So, ein paar Treppen einfach mal anecken lassen. Wunderbar. Halten wir so langsam unsere Donutform. Oben mache ich nochmal eine Stufe hin. Doch, Block. Ah, Block. Genau, dass man dann hier so leicht in sein Donutloch hier so ein bisschen erhält. So, Rückseite müssen wir natürlich auch nochmal ein bisschen dicker machen hier überall. Hier so ein paar Blöcke nochmal hin. So kuddelmuddelig kann man das hier oben lassen. Okay. So, dass wir den Donut ein bisschen dicker bekommen, sodass dann, sag ich mal, das Loch auch halt hier so
optisch fülliger ist. So, das als nächstes wäre es dann natürlich jetzt, dass man sich die Banners natürlich nimmt und sich dann, sag ich mal, hier oben alles beschriftet. Ich verlinke dir gerne wie immer ein ABC-Tutorial für Banners oben in der Infobox. Dann kannst du dir das Ganze alphabet, wie immer, halt auf Banners dir einfach craften, falls du es dir beschriften möchtest. Na, ansonsten macht ja auch von der Vorderseite das Ganze ein bisschen dicker, um deinen Donut halt so zu erhalten. Du könntest ja auch vielleicht eine Glasur noch raufmachen, wenn du möchtest. Ne? Spielerei für sich halt. Gut, dann könntet ihr hier einfach Lad Donuts raufschreiben, ne? So einen Kreis. Wenn ihr euch natürlich auch vorne dicker macht, dann müsst ihr natürlich ein bisschen gucken, wie ihr euch die dann verteilen wollt. Aber wenn es glatt ist, passt es eigentlich super hin. Tja, dann wären wir jetzt eigentlich auch fertig mit Lad Donuts. Ihr könnt euch natürlich jetzt noch einen Parkplatz und sowas alles rumziehen. Ja, wie man es halt kennt. Der Spielraum, sag ich mal, wie ihr euch das platziert, müsst ihr euch dann einfach mal anpassen. Ich habe es mir jetzt auch angepasst. Ich habe mir hier ein paar Zufahrten auch überall gemacht. Dann stehen natürlich ein paar schon Polizeiautos hier. Ne? Die sind ja, sag ich mal, die Stammkunden von so einem Donut-Geschäft. Unser erstes Donut-Geschäft in der Stadt ist jetzt eröffnet. Die Polizisten stehen da schon Schlange. Die freuen sich richtig drauf, jetzt endlich ihre Donuts zu bekommen. Wenn ihr natürlich noch weitere Videos sehen willst, schau mal in die Infobox. Da habe ich dir natürlich ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Bleibst mal auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.